Riese und Müller, Nevo 3. Ja, ich könnte das Rad jetzt vorstellen, aber das haben wir schon in einem anderen Video gemacht. Hier geht es jetzt mal um den Scheinwerfer. Der sitzt ja normalerweise serienmäßig hier oben. Öfter mal erreicht uns der Wunsch, Mensch, ich brauche den Scheinwerfer hier unten, damit ich hier oben meinen Taschenhalter montieren kann. Wie dieser Scheinwerfer fachmännisch nach unten montiert wird, das siehst du in diesem Video. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten. Der Scheinwerfer soll ja hier unten hin und man sieht das auch ab und an mal, wenn wir ein Fahrrad in die Werkstatt bekommen, dass der Scheinwerfer hier unten auf dieser Schutzblechbefestigung geschraubt wird. Ich habe aber ja eingangs gesagt, ich will das fachmännisch machen und darum werde ich hier die Gabel ausbauen und werde hier unten auf dieser Gabelbrücke einen Scheinwerferhalter befestigen. Und damit das alles schön komfortabel funktioniert und du auch gut sehen kannst, was ich hier mache, demontiere ich jetzt ein paar Bauteile und ja, fang einfach an. Hier siehst du die Vorbauerhöhung von Riese und Müller, die ist wieder lieferbar und weil sie wieder lieferbar ist und ich eine über habe, montiere ich diese hier direkt in dieses Testfahrrad.
Das war der Umbau vom Scheinwerfer von hier oben vom Vorbau nach hier unten auf die Gabelkrone. So kannst du zum Beispiel hier diverse Korb- oder Taschenhalterungen montieren. Und wenn du auf der Suche bist nach einem neuen Fahrrad, wo der Scheinwerfer direkt nach unten gesetzt wird, dann sind wir auf jeden Fall dein richtiger Ansprechpartner. Dann kannst du einfach einen Termin zur Fahrradberatung inklusive 3D 360 Grad Bodyscanning auf www.hogendorn.de buchen. Und ansonsten kann ich nur sagen, lass einen Daumen hoch da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Abonnier den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns spätestens im nächsten Video. Bis dann!